Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 488 am Dienstag, den 2. April 2024. Es ist 23.30 Uhr und wir haben 8 Grad Außentemperatur in Scarborough. Ja, ich bin heute wieder ein Stück weiter gefahren, Richtung Norden, Richtung Schottland. Jetzt geht's auch nicht mehr lange. Ich denke mal, dass ich so am Wochenende wahrscheinlich dann auch schon in Schottland sein werde. Mal gucken. Es ist ein bisschen schwierig, hier Plätze zu finden für Wasser und Abwasser, wenn man nicht gerade auf Campingplätze möchte. Weil, ja, dort gibt's eben auch nicht auf allen, aber bei den meisten Plätzen eben die Möglichkeit, auch Grauwasser abzulassen. Aber selbst dort nicht auf allen. Also das ist wirklich ein bisschen schwieriger in England. Das war mir schon klar, dass es nicht ganz so einfach wird. Aber weil es eben keine Stellplatzkultur gibt wie bei uns in Deutschland oder in anderen Ländern wie Frankreich zum Beispiel. Ja, aber es findet sich immer irgendwie eine Lösung. Ich stehe jetzt hier auf dem Parkplatz im Hafengebiet mehr oder weniger an der Küste. Da waren heute Abend sogar Wellenreiter unterwegs. Das kostet auch eine Tageskarte 10 Euro. Die Übernachtung ist kostenfrei, aber tagsüber. Also ich will ja morgen auch ein bisschen ausschlafen und dann nochmal in die Stadt rein und so. Und das kostet eben so, also 9 Pfund, irgendwie 11 Euro oder was das sind. Für das, dass es hier im Prinzip sonst nichts gibt. Also Grauwasser kann ich doch nicht ablassen hier, was ich eigentlich dachte. Es gibt lediglich eine Entsorgungsstation für Chemietoiletten, also so ein Ausgussbecken im Prinzip, wo man die Chemietoilette auch sauber machen kann. Da kann ich morgen nochmal meinen Urinkanister entleeren. Das war's dann aber. Ja, ab Mülltonnen gibt es noch, ja. Und die Plätze sind eigentlich auch nicht tief genug und hinter mir liegen relativ große Felssteine und ich musste jetzt gucken, dass ich irgendwo eine Parklücke finde, wo eben dann auf der Breite meines Fahrzeuges keine Steine liegen. Und das ist bei mir jetzt so der Fall. Rechts und links sind vielleicht noch, wenn überhaupt, halber Meter Luft und dann liegen da schon die großen Steine. Also ich passe gerade so dazwischen und stehe aber auch relativ schräg. Aber das ist nicht so tragisch für eine Nacht, aber was ich eigentlich vorhatte, hier 2 Nächte zu bleiben, ich glaube, das werde ich eher nicht tun. Ich habe jetzt versucht, für Donnerstag auf Freitagnacht einen Campingplatz zu buchen. Da hat es mir jetzt immer die Fehlermeldung rausgegeben, dass die Telefonnummer nicht stimmt. Jetzt habe ich die per E-Mail angeschrieben. Ich hoffe, dass ich da morgen dann Bescheid bekomme, dass das klappt. Also weil Platz ist frei, also die Meldung habe ich bekommen, aber konnte nicht buchen. Also das ist in England so ein bisschen schwieriger, merke ich gerade. Aber ja, ohne Herausforderungen macht es ja auch keinen Spaß, nicht wahr? Ansonsten, ja, bin ich heute gefahren. Ich war das erste Mal bei Lidl hier in England und habe ein paar Sachen eingekauft, aber wirklich nur das Nötigste. Und bin dann halt hierher gefahren und habe heute Abend noch ein bisschen gearbeitet. Und ja, gehe jetzt auch dann zu Bett, um morgen wieder fit zu sein. Dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag. Irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.